Herzlich willkommen zur 6. Folge aus der Serie zu den Rollen in den dysfunktionalen Familiensystemen. Heute geht es um die Rolle des Kümmerers oder der Kümmerin. Manchmal spricht man auch vom Retter bzw. der Retterin, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Dramadreieck, oder von Helferin oder Helfer. Ich werde im Folgenden einfach die Begriffe abwechselnd gebrauchen. Bei dieser Rolle ist es ein wichtiger Aspekt, dass sie sowohl einem Kind als auch einem Erwachsenen zugeschrieben werden kann. In vielen Fällen übernimmt ein Ehepartner die Rolle des Retters oder der Retterin. Es gibt Rollen, die sich sehr ähnlich sind, aber unterschiedliche Funktionen haben. In den letzten beiden Folgen habe ich zum Beispiel über den Helden oder die Heldin gesprochen und es wird auch noch mindestens eine Folge über das goldene Kind geben. Der Retter, der Held und das goldene Kind wirken auf den ersten Blick sehr ähnlich. Sie haben auch einige Gemeinsamkeiten und in einigen Fällen werden sie auch von der gleichen Person übernommen. Aber sie haben eben unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Zuständigkeiten. Der Retter oder Kümmerer ist häufig der Ehepartner, der sehr vieles auffängt, was ein Elternteil dauerhaft nicht schafft. Zum Beispiel wegen Alkoholismus oder anderen Süchten, wegen einer körperlichen oder psychischen Erkrankung, Trauma spielt auch eine ganz große Rolle und so weiter. Wenn es um Süchte geht, spricht man in dem Fall von Co-Abhängigkeit. Da gibt es also eine Person, die die Sucht der anderen Person quasi aufrechterhält. Und ohne diese co-abhängige Person, ohne diese Retterin oder den Retter, würde das ganze Familiensystem wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Sind aber beide Elternteile nicht dazu in der Lage, dauerhaft die Verantwortung für die Familie zu übernehmen oder ist eine Person alleinerziehend und kriegt keine entsprechende Unterstützung, übernimmt eines der Kinder diese Rolle, zwangsläufig, denn einer muss es ja machen. Es gibt von Sido auch einen Song, der "Einer muss es machen" heißt und da geht es darum, dass alle möglichen Leute Dinge erledigen müssen, die keiner machen will und diese Leute machen es dann eben, weil es einer ja machen muss. In dysfunktionalen Familiensystemen geht es da um Sachen wie finanzielle Verantwortung, um emotionale Angelegenheiten, zum Beispiel das Trösten von Geschwistern, die Probleme haben, und um ja die ganze Care-Arbeit eigentlich, zum Beispiel Haushalt, Kinderbetreuung, auch Altenpflege und die Pflege eines kranken Angehörigen und so weiter. Das betrifft also Tätigkeiten, die sonst eigentlich die Eltern beide übernehmen würden. Aber wenn ein Kind in die Rolle des Kümmerers rutscht, kümmert sich eben das Kind darum. Da kommt es dann zur Parentifizierung, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Es geht bei der Rolle des Kümmerers also darum, die täglich anfallenden Aufgaben und Herausforderungen zu übernehmen und zu bewältigen. Der Held hat eine andere Funktion, der muss die Familie repräsentieren und dafür sorgen, dass sie in ein gutes Licht gerückt wird und das muss er durch außergewöhnliche Leistungen erreichen. Und das goldene Kind ist wie eine Leinwand, auf das die Erwachsenen ihre Eigenschaften und Bedürfnisse projizieren und anschließend positiv bewerten können, um sie dadurch auch bei sich selbst zu rechtfertigen. Dazu wird es noch ein eigenes Video geben, mindestens eins. Die Aufgabe des Kümmerers oder der Retterin ist es also, alles am Laufen zu halten. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, weil sonst ja alles zusammenbrechen würde. Die Rolle wird von demjenigen übernommen, der dem dysfunktionalen Elternteil am nächsten steht und am ehesten Mitgefühl mit der Person empfunden hat oder empfinden kann. Das ist sehr häufig der Ehepartner, es kann aber auch das älteste Kind sein oder das goldene Kind, das auf eine besondere Weise mit dem Elternteil verbunden ist. Auch bei Einzelkindern ist das häufig so. Die Rolle wird von derjenigen Person übernommen, die sich am ehesten in die Situation des dysfunktionalen Elternteils hineinversetzen und Mitgefühl für sie entwickeln kann und sich für diese Person dann zuständig fühlt, dauerhaft. Dass sich der Ehepartner oder die Ehepartnerin zeitweise um alles kümmern muss, ist noch keine dysfunktionale Dynamik, sondern normal. Wir alle durchleben mal Krisen, einen Schicksalsschlag, werden krank oder haben eine schwere Phase, zum Beispiel in der Arbeit oder auch in der Herkunftsfamilie und so weiter. Das ist ganz normal. Und da ist es sehr wichtig, dass sich jemand um die alltäglich anfallenden Dinge kümmert, wenn eine Person das nicht so gut kann. Aber wenn das Ganze zu einem Dauerzustand wird, der dadurch aufrechterhalten wird, dass jemand so gut wie alle anfallenden Aufgaben ganz allein übernimmt, wenn mit dieser einen Person alles steht und fällt, wenn alles auf den Schultern einer Person lastet, dann ist das eine dysfunktionale Dynamik und einfach zu viel. Und die Person, auf deren Schultern alles lastet, befindet sich dann eben in der Rolle der Kümmerin oder des Retters oder der Helferin. Wenn also eine Person alle Verantwortung übernimmt und die andere keine oder nur sehr wenig,
dann ist das Ganze aus dem Gleichgewicht. Die Rolle kann auch von einem Kind übernommen werden. Häufig ist das dann eben, wie schon erwähnt, die Doppelrolle goldenes Kind und Kümmerer. Das goldene Kind ist ja das Kind, das von den Eltern oder einem Elternteil bevorzugt wird und auf das alles projiziert wird, was per Definition positiv ist. Für das Kind fühlt sich das dann oft eher so an, als wäre man der Partner oder die Partnerin des Elternteils und nicht das Kind. Wenn man das goldene Kind ist, ist es sehr schwer, sich davon abzugrenzen, denn man ist ja unheimlich intensiv mit dem Elternteil verbunden. Ständig mit positiver Aufmerksamkeit überhäuft zu werden, fühlt sich ja toll an und da entsteht dann oft auch ein Schuldverhältnis, sodass sich das goldene Kind unter Umständen gar nicht davon abgrenzen kann, bei Bedarf auch die Rolle des Kümmerers zu übernehmen. Im Zusammenhang mit dem goldenen Kind kann es auch noch zu einer weiteren Dynamik kommen, weil das goldene Kind ja deutlich merkt, dass es bevorzugt wird, zum Beispiel den anderen Geschwistern gegenüber. Und dann hat man den Geschwistern gegenüber ein schlechtes Gewissen und fängt an, das dadurch zu kompensieren, dass man sich verstärkt um sie kümmert, damit diese Ungerechtigkeit quasi ausgeglichen wird. Und gleichzeitig rechtfertigt das Kind in dieser Rolle aber auch das Verhalten der Eltern, die ihre Verantwortung eben nicht übernehmen. Da kann es dann zu solchen Gedanken kommen wie, ich helfe Mama und Papa, indem ich ein gutes Kind bin und ihnen die ganze Arbeit abnehme. Und das können alle möglichen Verantwortlichkeiten sein, finanzielle, emotionale und auch das Finden von Rechtfertigungen, um überall die Wogen zu glätten. Wenn zum Beispiel der dysfunktionale Elternteil herumschreit, wird das gerechtfertigt, aber andererseits kümmert man sich auch um beide Seiten. Man beruhigt zum Beispiel den herumschreienden Elternteil und tröstet auch die Angeschrienen. Man ist quasi überall zur Stelle und muss das Chaos kontrollieren. Es besteht also eine Nähe zum dysfunktionalen Elternteil und gleichzeitig übernimmt man alles, was dieser Elternteil verbockt und kümmert sich darum. Der Kümmerer oder die Kümmerin will nicht in diese Rolle rein. Das sucht sich keiner aus, aber er spürt am stärksten, dieses einer muss es machen und wenn ich es nicht mache, wird es keiner tun. Es gibt da diese ganz große Sehnsucht, dass alles läuft, wenn das System funktioniert und aufrechterhalten wird, dass dann alles gut wird. Und die Versäumnisse des dysfunktionalen Elternteils müssen eben aufgefangen werden. Der Kümmerer versucht also alles zu tun, um Schadenbegrenzung zu betreiben. Und das schafft er oft auch relativ gut. Aber das ist nicht gut, weil nur so das dysfunktionale System ja aufrechterhalten wird. Auf diese Weise muss der dysfunktionale Elternteil oder beide Elternteile nichts ändern. Es funktioniert ja dank des Kümmerers. Falls der Kümmerer oder die Kümmerin der Partner ist, versucht der meistens schon, den dysfunktionalen Elternteil davon zu überzeugen, sich Hilfe zu holen, eine Entziehungskur zu machen, eine Therapie zu beginnen, sich den Kindern anders gegenüber zu verhalten, an der Dysregulation zu arbeiten und so weiter. Aber wenn die Person das alles nicht tut, hat das keinerlei Konsequenzen. Der Kümmerer hält ja trotzdem alles am Laufen. Es gibt also für den dysfunktionalen Elternteil keinerlei Anlass, keine Motivation, etwas zu ändern. Stattdessen lernt die Person, ich kann machen, was ich will und jemand anders kümmert sich um den Mist, den ich gebaut habe. Und wenn der Kümmerer immer alles am Laufen hält, kriegt außen auch keiner mit, dass etwas nicht rund läuft. Und dadurch können auch keine anderweitigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, solange der Kümmerer alles irgendwie stemmt, funktioniert es ja. Aber er geht dabei selbst zugrunde. Wenn ein Kind die Rolle des Kümmerers übernimmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er diese Rolle auch im Erwachsenenalter beibehält. Und was dabei herauskommt, ist jemand, der sich selbst zugunsten von anderen total vernachlässigt. Es gibt also eine Fixierung auf die Bedürfnisse anderer. Und dieser Tatsache muss sich der Kümmerer in keiner Weise bewusst sein, der kriegt das oft gar nicht mit, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Kinder, die die Kümmerrolle übernommen haben, später in Beziehungen landen, in denen sie diese Rolle erneut übernehmen. Das müssen nicht zwangsläufig Alkoholiker sein, es kann zum Beispiel auch sein, dass man in Beziehungen mit Menschen landet, die unglücklich sind, enttäuscht vom Leben sind und so weiter und dann will man diese Leute glücklich machen. Anstatt sich selbst glücklich zu machen, man hat ja als Kind diese Art der Beziehung gelernt. Man hat nie gelernt, wer man selbst ist, welche Bedürfnisse man hat. Man hat keinen so guten Kontakt zu den eigenen Gefühlen und Interessen. Und man kann das deswegen auch nicht anderen mitteilen, wer man ist und was man braucht. Man hat ja gelernt, dass Beziehung folgendermaßen funktioniert. Ich werde dafür geliebt, dass ich etwas für jemanden tue.
Es geht also darum, anderen Bedürfnisse zu erfüllen und sich über diesen Umweg Anerkennung zu verschaffen. Der Kümmerer sucht sich nicht unbedingt Menschen, die gar nicht klarkommen als Partner, sondern Menschen, die tiefe, unbefriedigte Bedürfnisse in sich tragen. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand traurig wirkt und dann will der Kümmerer oder die Kümmerin diese Person glücklich machen. Da sucht man also keinen Bad Boy, sondern einen Sad Boy. Und der Kümmerer ist dann wie eine helle Kerze, die für die andere Person brennt, damit die Person nicht mehr im Dunkeln leben muss. Aber der Kümmerer brennt dabei selbst aus. Im Hinblick auf die Bindungsstile kann der Kümmerer oder die Kümmerin sowohl eher vermeidende als auch ängstliche Bindungsmuster zeigen. Vermeidende Bindungsmuster sind ja damit assoziiert, dass man den Kontakt zu den eigenen Gefühlen kappen kann. Also man kappt den, das hat man so gelernt. In der Folge kann sich dann ein Helfersyndrom entwickeln, das die Person ständig dazu veranlasst, die Bedürfnisse anderer erfüllen zu wollen, um dadurch ihre eigene Innenwelt wegzudrücken. Wenn man ständig auf die Bedürfnisse anderer fixiert ist, kann man ja nie in sich hineinschauen. Das ängstliche Muster ist das Helfen, da ist das Helfen ein Mittel, um im Gegenzug Anerkennung und Liebe zu bekommen. Da versucht man sich also Liebe und Anerkennung zu verdienen. Ob es eher ein ängstliches oder ein vermeidendes Muster ist, kann man daran erkennen, wie jemand davon erzählt. Wenn jemand die Geschichte erzählt, so bist du zu mir, ich reiße mir hier den Hintern auf und kriege nichts dafür zurück, dann ist das eher ein ängstliches Muster. Da dient das Helfen ja der Befriedigung eigener Bedürfnisse. Beim vermeidenden Muster geht es auch um die eigenen Bedürfnisse, aber es ist ein anderes Bedürfnis. Es geht darum, dass man sich durch das Helfen von den eigenen Gefühlen loslösen kann. Man fixiert sich quasi auf andere, um die eigenen Gefühle nicht mitzukriegen, weil sie so überwältigend wären. Da geht es also um das Helfen als Ablenkung von der eigenen Innenwelt. Das wäre also das vermeidende Muster. Dann umgibt man sich quasi mit Leuten, die eine Menge Probleme haben, weil die dann ständig mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind und nie fragen, hey, wie geht es eigentlich dir? Dafür sind dann keine Kapazitäten mehr vorhanden. Und das will jemand mit vermeidenden Mustern auch so. Da will man sich nicht damit auseinandersetzen müssen, wie es einem selbst geht. Das hat man ja zu vermeiden gelernt. Die Kümmererrolle kann also keinem Bindungsstil eindeutig zugeordnet werden, weil beide Muster möglich sind. Aber es ist sehr wahrscheinlich kein sicherer Bindungsstil, weil bei der sicheren Bindung nicht dieses Muster der Beziehung im Sinne eines Handels vorhanden ist. Es geht nicht so sehr darum, dass man die eigenen Gefühle unterdrücken will oder dass man hilft, um dafür geliebt zu werden. Beim sicheren Bindungsstil erzählt man von sich selbst, teilt also etwas von der eigenen Gefühlswelt mit, möchte auch die Gefühlswelt des anderen kennenlernen und dann kümmert sich jeder um sich selbst, äußert Bedürfnisse und setzt Grenzen, sodass man sich selbst damit wohlfühlt. Und wenn man merkt, dass es nicht klappt, weil man zum Beispiel zu verschieden ist, gibt man eine Beziehung auch mal auf. Ein Kümmerer gibt eine Beziehung, auch wenn sie noch so dysfunktional ist oder gerade wenn sie dysfunktional ist, eher nicht auf. Er will ja daran festhalten, weil das ja die Aufrechterhaltung der Rolle ermöglicht. Der Kümmerer wächst in der Überzeugung auf, dass er nur wertvoll ist, wenn er sich um andere kümmert. Es kann sein, dass jemand unbedingt ganz viele Kinder haben will, damit er oder sie sich darum kümmern kann. Das ist dann das, was einem Ausfüllen der Rolle ermöglicht. Da kann es dann zu einer symbiotischen oder co-abhängigen Paarbeziehung kommen, die eine ganze Kinderschar um sich hat, um die man sich ständig kümmern muss. Und der Partner wird gerne noch als zusätzliches Kind betrachtet. Wenn man von seinem Partner als zusätzlichem Kind spricht, kann es sehr gut sein, dass man in dieser Rolle ist. Und in Bezug auf Kinder ist es ja so, um Kinder muss man sich ja tatsächlich kümmern. Aber das Kümmern kann auch zu viel sein. Da gibt es dann zum Beispiel dieses Helikoptern, wenn man also dem Kind alle Steine aus dem Weg räumen will, sodass es sich selbst um nichts kümmern muss, wenn man das Kind vollkommen abhängig machen will. Das ist dysfunktional. Das Ding ist, wenn Kinder spüren, dass ihre Eltern sie brauchen, um sich verstärkt, um sie kümmern zu können, dann versuchen sie den Eltern dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, sie werden übermäßig abhängig von den Eltern. So funktionieren dysfunktionale Dynamiken. Kinder spüren, was ihre Eltern brauchen, um klarzukommen, um sich okay zu fühlen. Und dann verhalten sie sich entsprechend. Das Ganze wird dann durch Konditionierung verstärkt. So kommt es zu den Rollen. Kinder wollen auf diese Weise die Eltern regulieren, damit die Eltern funktionieren, denn ihr Überleben hängt ja davon ab, dass die Eltern funktionieren.
Und wenn Kinder spüren, dass ihre Eltern gebraucht werden wollen, dass sie diesen tiefen Wunsch haben, gebraucht zu werden, dann werden Kinder Probleme entwickeln, damit ihre Eltern sich darum kümmern können. Denn so wird ja das Bedürfnis, gebraucht zu werden, erfüllt. Auf diese Weise werden Kinder dann eher abhängig von den Eltern bleiben, sich nicht trauen, die Welt zu erkunden und zu entdecken, und sie werden sich nicht zu reifen Erwachsenen entwickeln können, weil sie wissen, dass ihre Eltern sie brauchen, um sich um jemanden kümmern zu können. Das Ganze funktioniert über Konditionierung, also über Belohnung und Bestrafung. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass die Eltern dem Kind sehr viel Aufmerksamkeit schenken, wenn es ihm nicht so gut geht. Aber wenn es sich unabhängig machen will, wenn es etwas ganz alleine schaffen will, dann geht es den Eltern nicht so gut. Vielleicht werden die Eltern sogar wütend oder traurig. Irgendwas, was dem Kind ein unangenehmes Gefühl vermittelt. Bei einer ängstlichen Bindung reagieren Eltern oder ein Elternteil mit Stress auf Ablösungsprozesse des Kindes, weil da ja Verlassenheitsängste sind. Wenn sich das Kind also ablösen will, sich unabhängig machen will, kommt es verstärkt zu Konflikten, und nur wenn das Kind Probleme hat und die Eltern braucht, wird da mit sehr viel Wärme und unterstützend reagiert. Das ist ja prinzipiell gut, wenn Kinder unterstützt werden, aber es gibt auch den Fall, dass sich ein Kind nur dann wahrgenommen fühlt, wenn es Probleme hat und die Eltern braucht. Und das ist dann dysfunktional. Kümmerer müssen im Erwachsenenalter also sehr gut aufpassen, dass sie ihren Partner oder die Partnerin oder auch die Kinder nicht allzu sehr von sich abhängig machen. Das Muster gibt es übrigens auch in der Arbeit, da will man sich dann unersetzlich machen. Und das Ganze passiert, weil man nie gelernt hat, eine Beziehung auf eine andere Weise zu führen. Ein weiteres Kennzeichen dafür, dass man in dieser Rolle feststeckt, ist auch das Muster der Selbstvernachlässigung. Man kennt die eigenen Bedürfnisse gar nicht, weil man immer gelernt hat, sich um die anderen zu kümmern. Dass man sich nicht richtig um sich selbst kümmert, merkt man zum Beispiel daran, dass man die Körperpflege vernachlässigt oder sich nicht gut um die eigene Gesundheit kümmert, sich nicht ausreichend bewegt und so weiter. Denn der Kümmerer vermeidet ja die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen dadurch, dass er sich um andere kümmert, weil er dadurch alles am Laufen halten will. Er selbst ist dann nicht so wichtig. Wichtig ist die Aufrechterhaltung des Systems. Und diese Selbstvernachlässigung kann zu einer ganzen Reihe von gesundheitlichen Problemen führen. Da gibt es eine Menge Bücher drüber. Im Zusammenhang mit Trauma ist zum Beispiel Dr. Gabor Matés Buch »Wenn der Körper Nein sagt, wie chronischer Stress krank macht« erwähnenswert. Da geht es darum, dass unterdrückte Gefühle und Bedürfnisse sich körperlich äußern können, wenn wir uns nicht erlauben, sie wahrzunehmen. Da kann es im Zusammenhang mit Stress dann zu chronischen Schmerzen, zu Autoimmunerkrankungen und zu ganz vielen körperlichen Beschwerden kommen. Bei Menschen, die die Rolle des Kümmerers stark verinnerlicht haben, kann es häufig zu diesen psychosomatischen Erkrankungen kommen, und da muss man sich ja dann um sich selbst kümmern. Dann ist der Kümmerer quasi gezwungen, sich auch mal um sich zu kümmern, weil es nicht mehr anders geht. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Im nächsten Video wird es darum gehen, wie man aus der Rolle des Kümmerers oder der Kümmerin herauskommt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.